Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt uns lange nicht mehr auf dem Kanal gesehen und ich habe die Kamera lange nicht so gehalten. Und zwar ist es jetzt Ramadan und wir haben uns gemeinsam mit Dilara vorgenommen, an den 30 Tagen zu vloggen und euch zu unterhalten. Ja, es ist Zeit für Ramadailies. Wie ihr schon bereits wisst, haben wir letztes Jahr schon jeden Tag gevloggt und das kam echt mega gut bei euch an. Ich hoffe, inshallah, dass es dieses Jahr auch sehr, sehr gut bei euch ankommt und wir euch so mit unterhalten können. Heute ist der erste Tag und wir haben uns nicht so viel vorgenommen. Wir werden einkaufen gehen, sonst kochen und ja, mehr gibt es eigentlich heute nichts von uns zu sehen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit den Vlogs. Gleich geht's weiter mit Dilara. Hey Leute, auch von mir und willkommen zum ersten Ramadaily 2020. Wie Ozan schon eben aufgenommen hat, ups, wie Ozan eben schon aufgenommen hat, sind wir gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Wir fahren jetzt kurz einmal zu Sinem und danach fahren wir noch kurz zu Rewe wahrscheinlich. Genau, wir brauchen Eier. Wir haben wieder keine Eier. Eier, wir brauchen Eier, da müsste Eier, wir sein. brauchen Eier. Dann Hähnchen brauchen wir, also Hähnchenkeulen haben wir auch nicht mehr, Oregano haben wir keinen mehr. So ein paar Sachen, passierte Tomaten und sowas. Und heute gibt es wahrscheinlich im Menü so Chicken Curry mäßig was, also Basmati-Reis mit Chicken Curry wieder. Das hatten wir letztens auch gemacht. Ostern hat das komplett aufgegessen, das hat ihm so gut geschmeckt, ne? Das hat dir so gut geschmeckt, weil ich das mit Kokosmilch gemacht hatte. Nein, ne? Und heute kaufen wir auch wieder Kokosmilch, dann machen wir das auch. Ich freue mich so krass. Und nach dem Essen gibt es dann erstmal heute ein Latte Und Macchiato. da meine Shisha. Weiß nicht, ob ich heute muss. Vielleicht. Genau. Und auf jeden Fall mache ich mir heute auch, glaube ich, einen Dalgona Coffee wieder. Ich habe so Bock drauf. Ich habe heute zum Frühstück Müsli gegessen. Gut, dass ich es gemacht habe, weil die Milch und die Haferflocken haben mich sehr gesättigt. Und die Milch hat das. Hat mich dazu gebracht, nicht zu dursten heute. Ja, Leute, in ein paar Stunden ist dann auch schon Iftar und bleibt dran. Warum fahren? Schauen Sie mal, ich habe entweder 2 € oder 50 Cent, aber kein Euro. Ja, guck mal. Ich hätte Bostuk sagt. Müssen wir denn eins haben, ja, oder? Ja, wir müssen eins haben. Oh, schade. Das sind die neuen Gesetze. Wenn wir die Orte haben, bitte. Lass mal einen Kaffee kommen. Oh, was ist das denn? Ja. Jetzt Einkaufswagen, oder? Was ist das? Karpus. Was? Karpus und Kimkästchen. Kimste. Der ist so hoch. Hä? 10 Cent, die bringe ich die Idee. Immer. Bock auf Edi? Oh, Gianni alles jetzt. Was haben wir, Edi? Ja. Lecker. Ich kann alles jetzt an. 3,49. Alter Schwede. Aber wir nehmen noch das mit. Oh ne? Smoothie Yapacağım. Angeblich hepsini yapacağım aslında. Salata da alalım mı? Ya salata da alalım. Şu iyi. Das macht man auch mit Salz, Mandeln, aber habe ich keine Lust drauf. Guck mal, die haben jetzt die ganzen Auberginen eingepackt. Ama fazla alma şimdi. İhtiyacımız olursa alırız. Şimdilik bunları alıyorum. Tamam. Ay, pide varmış ya taze. Ben pide sırasına gireyim. Olur mu? Sıcak pide alayım. Schatz, Pide bayağı sıcak ha. Oh, geil. Richtig warm. Ne alıyorsun sen? İki ayrı. Oregano. Oregano al küçüğü. Ben hep başka markadan alıyordum. Neyse bunu deneyelim. Ben abi. Başka ne yapabiliriz ya? Ich will so neue Rezepte ausprobieren. Çiğ köfte yapalım, çiğ köfte. Heute nicht, aber sonst ja. Wir brauchen Kokosmilch.
Ich will diese Hase Chicken das machen. Ja, so klein. Das ist so kleine Verpackung, da ist ganz wenig drin eigentlich. Aber gibt's nicht irgendwie. Oh, ne? Boah, ich freue mich so auf Chicken Curry heute. Beste. Wir brauchen Nalekshop, ich will dieses. Ja, warte, ich. Önje Nalekshop ist Name. Nein, das ist Sirup. Das, was ich letztens gut habe, das war dieses Hack. Das war gar nicht schön. Wären auf jeden Fall Guna Alajam. Önje. Nein, ich mach das nicht. Nein, ich brauche trotzdem das noch, das frischen Abschirm. Okay. Es wird jetzt erstmal Fleisch gekauft, Freunde, weil wir kaum mehr Fleisch zu Hause haben. Wir haben in letzter Zeit sehr viel gegrillt und so. Bratwurst ist alles weg, Hackfleisch ist weg. Und Hähnchenbrust. Wir kaufen ja immer Hähnchenbrustfleisch. Und ja, heute jetzt auch wieder. Das geht bei uns nur weg. Also Hähnchenbrustfleisch ist das, was wir am meisten essen. Benutzt auf jeden Fall eine Maske, wenn ihr in den Laden geht und wenn ihr einkaufen wollt. Ja. Alles voll. Ja, wegen wessen Sachen? So, Freunde, wir haben den Einkauf hergebracht. Lara versucht gerade Platz zu schaffen in der Küche. Deswegen sieht sie aktuell so aus, wie es aussieht. Ja, und wir kochen jetzt gemeinsam. Ich helfe heute meiner Frau. Kannst du das einräumen? Ah ja, oben. So sieht übrigens unser, Kühlschrank aus, Augenblick. Wieder aufgefüllt, das darf nicht fehlen. Kürselei, Oloda. So, voll. Jetzt räume ich erstmal die Eier ein. Das mache ich. Also die Lara hat mir die Aufgabe gegeben, dass ich diese Hähnchenbrust, die wir gekauft haben, in Würfel schneide. Und ich schneide gerade unsere Hähnchenbrust in Würfel zum allerersten Mal in meinem Leben. Ehrlich? Hab ich das nie machen lassen? Weiß ich nicht. Na, Abjamullah, Schatz, was machst du damit? Was gibt's heute zu essen? Chicken Curry. Chicken Curry mit? Was machst du? Salatayı göster, bak salatayı yaptık bile. Und das ist Ostern's Salat geworden. Ja, Freunde, wir waren heute einkaufen. Wir haben heute unseren Kühlschrank wieder voll gemacht. Ich habe das Gefühl, wir kaufen jeden Tag ein. Stimmt. Weil wir sonst nirgendwo rausgehen. Sieht man mich überhaupt in der Kamera? Ja, richtig. Und ja, wir waren im türkischen Supermarkt. Dann waren wir noch im Rewe. Wie viele Schneidebretter benutzt du? Weiß ich nicht. Und jetzt sind wir zu Hause. Ne? Ich mache die Hähnchenbrustdinger gerade fertig, die Würfelchen. So, dann fangen wir jetzt auch an. Ich putze hier einmal durch. Ich bin übrigens sehr stolz auf meinen Mann heute, dass er mir hilft. Wie, welches denn? Reicht dir das kleine nicht? Ey, hier sind noch diese Quarkbällchen oder keine Ahnung, was die Bällchen sind. Das kommt auch in dein Essen rein, ne? Ja. Und heute machst du auch mit Champignons. Şeyiksini de mi? Also beides schneiden? Hä? Beides schneiden oder nur eine Seite? Nee, beides. So, vor dem Kochen muss auf jeden Fall immer hier die Theke schön sauber sein. Baby. Wenn du mit mir kochst, ist die Theke nicht sauber. Hä? Ich hab gesagt, wenn du mit mir kochst, ist die Theke nicht sauber. Auch in Würfel? Ja, auch in Würfel. So, wir haben hier noch einen Achetsee zu mir. So. Ölbehälter habe ich jetzt auch aufgefüllt. Fertig. Jetzt Champignons schneiden. Die auch schneiden. Einmal kurz waschen. Leute, ich wasche die trotzdem. Manche haben mir letztes Jahr geschrieben, man braucht keine Champignons waschen. Ich wasche sie trotzdem. So, dann. Die ich auch schneide? Ja, die auch schneiden. Ich schneide schon alles oder alles so? Alles. Einfach in Streifen. Einfach so jetzt in Streifen. Ja, richtig. Bitte mal mit das Zwei-Hankiste-Bremsen. Leute, früher
habe ich das so gerne gemacht. Ich habe mir früher immer diese Kochvideos angesehen im Internet, sage ich schon, im Fernsehen. So habe ich auch übrigens unsere Küche verbrannt. Also nicht unsere, die bei meinen Eltern. Ich habe mir einen Koch wieder angesehen, ich glaube bei ZDF war das damals, und habe parallel dazu Pommes gemacht im Öl. Da habe ich den Öl, also die Pommes ins Öl gegeben und war voll vertieft dann einfach im Programm, dass ich mein Öl vergessen habe. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Hast du das schon mal letztes Jahr nicht mal einem Ramadani erzählt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat das nicht gut geendet. Mein Vater war kurz davor, uns zu nehmen und aus dem Haus rauszurennen. Mein Vater war auch so schlau, dass er Wasser ins Öl gegeben hat. Dann war es eigentlich noch schlimmer, aber gut. Also wie gesagt, ich habe das damals wirklich gerne gemacht, aber irgendwie ist mir danach die Lust richtig daran gegangen. Also ich koche wirklich nur, wenn ich muss. Und das Menemen oder Nudeln, mehr mache ich nicht. Nur wenn ich mal richtig Bock auf etwas habe. Grillen mache ich sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ich grille echt gerne. Also wenn draußen die Sonne scheint, dann heißt es für mich grillen. Aber wir haben jetzt den letzten Tag zu viel. Ja, so, und ansonsten, diesen Eintopf mache ich auch gerne, was die Lara gerade macht. Das ist so, wenn ich mal Bock auf etwas Überragendes habe, dann ist das Maximum so. Mit Champignons, Paprika, Hackfleisch, das war's. Mehr nicht so. Dann mache ich einfach, baller ich Gewürze rein. Also, mehr schmeckt schon, was ihr habt, sondern teils. Das schaffe ich nicht. An den Tapir mich, Shay. Revani mit diyorlar, yoksa. Shay mit diyorlar. Şerbetli. Meine Mama ist immer so. Am ersten Tag bei Ramazan gibt es bei der immer. Meine Mama ist jeden Tag so. Yeah. Meine Mama kocht immer, also auch so normal, kocht sie immer drei Gerichte so. Ich sehe bei ihr gar keinen Unterschied an Ramazan. Mama essen ist anders, ja. Also. Bei uns später auch so, aber jetzt mit zwei Personen lohnt sich halt nicht so krass, ne? So, bin ich es nicht wert, oder was? Bin ich es nicht wert? Nein, aber... Nein, aber was? Aber. Es bleibt so viel über, zum Beispiel allein das jetzt. Wir haben Salat. Wenn du dich in die Küche stellen würdest, wenn du echt anfangen würdest, sowas zu machen, bräuchtest du 4-5 Stunden am Tag. Das können wir uns nicht leisten, so weißt du. Jetzt gerade habe ich ja die Zeit. Du merkst ja auch mal. Ja, im Ramadan kochst du echt überragend auch. Ja, da probiere ich ja auch echt immer neue Rezepte aus. So, das schmeißen wir jetzt meine Augen drin. Rein. Das sind die Zwiebeln. So, wir haben jetzt die Zwiebeln hier reingetan. Leute, das ist Chicken Curry auf meine Art. Das ist nicht das originale Chicken Curry, nur schon mal vorab. Das ist die schnelle Variante. Schmeckt aber sehr, sehr gut. Aber es schmeckt halt nicht original wie das indische. Was haben wir für Rezepte? Erzähl mal. Schmeckt halt auch richtig geil. Paprika. Ja, ich tue bei mir Paprika rein. Manchmal Champignons. Hähnchenbrust. Unser Salat ist auch schon fertig. Und dazu, wie gesagt, gibt es dann gleich noch den Basmati-Reis. Leute, ich meinte heute zu die Lara, sie ist genauso wie ich wirklich. Also wenn wir zum Beispiel Öl kaufen, kaufen wir nur Zeytinyağı. Dann Narek-Schiff darf bei uns auch nie fehlen. So, ich decke dann auch langsam schon mal schön. Kannst du vielleicht hier stehen und das so ein bisschen... Ich sollte doch ein bisschen aufnehmen. Du ja, aber ich will auch den Tisch schön decken. Weißt du? Ja, dann mache ich das jetzt. Oh, es duftet. Duft. Übrigens, Freunde, wir haben keine Dunstabzugshaube. Das liegt daran, weil wir genau hier ein Fenster haben. Genau hier. Deswegen brauchen wir keine. Wir kochen echt nur mit Olivenöl, ne? Ja. Wir kochen echt nur mit Olivenöl, Freunde, nur. Meinst du, wir brauchen eine Suppe? Früher, wenn ich das gehört habe, hieß es, meine Mutter kocht was Überragendes. Muss ich so Suppe machen? Ja, mach mal, oder? Jetzt kommt die Hähnchenbrust gleich dazu. Oh. So, Leute, actually, es sieht so aus gerade. Das riecht so. Geil. In Düsseldorf am Flughafen gibt es so einen Thailänder oder so einen Asiaten. Da essen wir immer. Da essen wir immer, bevor wir fliegen oder wenn wir landen, je nachdem. Das riecht original wie dort. Ja. Kannst du auch zeigen, ich habe das mit Uncle Bens Mischung gemacht, habe die Hälfte reingetan und eine Hälfte von der Packung von Kokosmilch. Osman kann das einmal zeigen, du hast es gerade im Kühlschrank getan, weil ich glaube, das interessiert viele, womit wir das jetzt gemacht haben. Kannst du übrigens das hier, Sanasa, mit einmal in den Kühlschrank zurückführen, mein Schatz? Schöne Kohl-Sanagede, bundan yarın başka bir yemek yapalım.
Leute, das schmeckt richtig gut. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Hammer. Und ihr müsst das aber mit Kokosmilch machen, weil dann schmeckt es geil. Und dazu gibt es jetzt Basmati. Ich habe 2 Jahre lang, also ich habe 2 Jahre oder 1,5 Jahre gebraucht, um wirklich bei Basmati den Dreh rauszukriegen. Weißt du noch, am Anfang wurde der immer nicht Ostern. Aber auch bei türkisch Reis, jetzt kann ich auch türkisch Reis richtig gut, ne? Ja. Also es dauert echt, bis man diesen Basmati irgendwann hinkriegt. Ich gehe mir jetzt auf jeden Fall eine Jogginghose anziehen, ich bin echt kaputt. Also der erste Tag ist meistens immer der schwerste oder die ersten 3-4 Tage sind immer die schwersten. Und danach würde ich sagen, geht's eigentlich auch immer. Ich bin heute echt so ein bisschen neben der Spur, verzeiht mir. Ich habe so Hunger, ich überlege die ganze Zeit, wirklich in meinem Kopf, denke ich mir die ganze Zeit, vielleicht mache ich die Paneme und dann trinke ich Latte Macchiato, so eine Carbuskette, so eine Carbonite, so eine Welle. Es ist, wie ihr merkt, schon dunkel. Reicht für mich. Reicht für mich, fühle ich auch nicht mehr. Ich habe diese Bödim schon mal bei hier. Ja, Sinner. Ja, Sinner. Masa muss birazdan yemeğimizi koyacağız. Şimdiden hepinize hayırlı iftarlar. De ezan okuyacağım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la So, ihr Lieben, wir haben jetzt kurz vor 2 Uhr. Wir saßen ja auf jeden Fall eben noch, haben noch Pfeife geraucht und ich habe meine Latte Macchiato getrunken. Ich hatte den ganzen Tag wirklich so Schmacht auf meine Latte. Und ja, dann habe ich eben noch Kohle fallen lassen auf dem Teppich. Und der Teppich ist gerade mal keine 2 Monate alt. Das ist jetzt kein teurer Teppich, der war mal aus dem Amazon, den kann ich euch vielleicht auch mal verlinken, wenn ich dann die Room-Update-Tour mache. Ich überlege immer noch, eine Update-Tour von unserer Wohnung zu machen. Ich hatte eigentlich darauf gewartet, dass ich meinen Esstisch und meine Esszimmerstühle wechsle, da vorne. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden, denn falls wir umziehen sollten irgendwann, möchte ich das einfach komplett dann ändern und vielleicht einen größeren Esstisch und vielleicht auch dann nochmal 2 Stühle mehr, also dann eine 8er-Sitzecke haben, so dass dann noch mehr Leute dran passen könnten. Und ja, ich will halt einen echten Marmortisch gern haben. Vielleicht lasse ich den dann sogar in der Türkei anfertigen. Muss ich mal gucken. Und habe mich halt deshalb dagegen entschieden, glaube ich. Ich schwanke immer noch. Also manchmal gucke ich halt immer so, aber ich habe halt noch immer keinen passenden Esstisch gefunden, den ich gerne für hier hätte. Aber auf den Teppich Kohle fallen lassen. Wir haben das versucht rauszukratzen. Habe ein bisschen mit Klarspüler ist es, glaube ich. Also das, was man in die Spülmaschine tut. Das soll so ein Hack sein. Ich habe es übrigens auch auf dem Sofa probiert. Die mir auf Instagram folgen, falls ihr es übrigens noch nicht tut, folgt mir dort. Da kriegt ihr mal ganz, ganz viel Live-Update und viel von meinem Alltag mit. Da hat Ose letztens noch was Ölhaltiges verschüttet. Das geht auch nicht raus. Ich werde es morgen nochmal probieren. Ich war heute beim türkischen Supermarkt, habt ihr ja mitbekommen, und habe dort auch nochmal ein paar Reinigungsmittel gekauft und werde das morgen damit noch versuchen. Der Klarspüler-Hack hat leider auf dem Sofa dann nicht geholfen. Vielleicht kennt ihr ja Tipps, womit ich einen Ölfleck, so einen Ölfilmfleck vom Sofa entfernen könnte, von der Couch. Ich habe es leider noch nicht rausbekommen. Es ist auf jeden Fall so viel in den letzten Wochen, ist so krass, wirklich aufeinander in der Wohnung, kaputt gegangen. Also, ja, irgendwie son zamanda çok nazar değdi. Ama ne yapalım? Wird wahrscheinlich Zeit für neue Möbel sein. Was soll man tun? Egal, ist ja auch nicht so schlimm. Genau, wir saßen halt eben noch und jetzt habe ich alles abgeräumt. Ich bin so außer Atem und ich habe so viel getrunken. Leider auch viel süßhaltige Getränke, weil ich nicht widerstehen konnte. Ich habe halt voll viel Moloko gerade getrunken. Ich glaube 1,5 Dosen. Und das macht ja dann nur noch mehr Durst. Und ja, bereue es gerade voll. Ich habe auch viel Wasser noch getrunken, aber das stillt gerade meinen Durst nicht. Ich glaube, ich muss wieder
zu Soulfeel-Milch trinken. Also ich hatte halt Müsli gehabt heute Morgen. Vielleicht mache ich mir gleich wieder eine Müsli-Bowl. Vielleicht sehen wir uns dann gleich bei Soul, wenn ich nicht vergesse aufzunehmen, Leute. Ansonsten sehen wir uns morgen. Peace. Hey Leute und willkommen zu Tag 2 von meinem Ramadaily. Falls ihr euch fragt, warum ich hier gerade mit einem Anzug sitze, mit einem knallpinken Anzug, das sind nämlich die Sachen, die ich verkaufe. Ich bin gerade dabei, meine ganzen Klamotten zu verkaufen, die ich nicht mehr anziehe. Sieht so chaotisch aus neben dem Kühlschrank. Und wir haben schon 6 Uhr. Ich habe heute wirklich nichts Interessantes gemacht, deshalb habe ich es nicht aufgenommen. Ich muss gleich eine Wäsche aufhängen. Osan hat Videos geschnitten für seinen YouTube-Kanal. Ja, deshalb haben wir heute nicht so viel aufgenommen bis jetzt. Gleich werde ich anfangen, wieder zu kochen. Oh mein Gott, ich sehe gerade übrigens, wie es gestaubt hat. Immer wenn ich hier Klamotten im Wohnzimmer verkaufe, dann staubt es so krass, ne? Ich hasse es. Ja, wie gesagt, ich denke, ich mache heute Lahmacun. Ich glaube. Also ich glaube, ich wage mich dran. Ich muss dafür jetzt gleich dann nämlich mit dem Klamottenverkaufen aufhören und anfangen vorzubereiten. Ich habe hier nämlich schon das Innere. Das hat mir meine Mama gegeben gehabt. Genau, das lasse ich jetzt auftauen, das Innere. Meine Mama hatte nämlich letztens Lahmacun gemacht. Dann hatte sie halt noch was über. Und dann meinte sie hier, das kannst du demnächst machen. Ja, und wie gesagt, dann machen wir einfach nur Lahmacun heute im Silex. Oder ich habe das Molex-Gerät. So, Freunde, der Akku der Kamera ist alle gegangen. Und ja, jetzt kann ich wieder aufnehmen. Ich bin auf jeden Fall fertig mit meinem Verkauf quasi. Da sind aber natürlich noch viele Sachen übrig und morgen geht es dann wahrscheinlich weiter. Osam macht jetzt Zwiebelsalat. Dazu schneiden wir Tomaten. Ach, ich habe euch gar nicht gesagt, was wir machen. Es gibt heute Lahmacun. Meine Mama hatte mir letztens Teiginneres gegeben, also das Innere von dem Lahmacun. Und dann meinte sie, dass ich halt beim nächsten Mal dann nur den Teig machen brauche. Genau, und dann habe ich jetzt den Teig vorbereitet. Für den Teig braucht ihr, laut dem Rezept meiner Mama, 2 große Gläser Mehl. Ich habe jetzt diese Gläser verwendet. Ich konnte euch eben leider nicht mitnehmen, weil halt der Akku alle war. 2 große Gläser von diesen. Ach Gott, wartet. 2 von den Gläsern mit Mehl. Danach habe ich Öl verwendet noch ein bisschen. Ihr braucht entweder eine halbe Hefepackung von diesen quadratischen Hefen oder Trockenhefe. Ich habe eine ganze Packung Trockenhefe benutzt. Dann braucht ihr noch so ein ganzes Glas Wasser. Milch. Ey, was ist los, ey? Und du sprichst mal runter. Milch. Ich habe das in der Mikrowelle noch ein bisschen warm gemacht, die Milch. So hat meine Mama es gesagt. Eine Prise Salz und eine Prise Zucker. So habe ich das jetzt gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob es gleich geworden ist. Ja, so schaut auf jeden Fall jetzt unser Teig aus. Den müsst ihr danach noch anschließend, meine Mama meint, 40 Minuten ruhen lassen. Wir müssen gleich auch 40 Minuten gewesen sein. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit noch, was ich für eine Suppe ganz schnell machen kann. Das ist zu matt. Das ist zu matt, ne? Ja, das finde ich. Das sah eben voll wenig aus. Ja, so. Das ist jetzt unser Creme. Schatz, hänge ich schon wieder. Schon mir abgesagt, Creme selbst schon. Weil ich es nicht geschafft habe, Magic Mac schnell selber zu machen. Jetzt heute fertige Magic Mac. Was muss ich machen? So, die Lara hat den Lahmacun belegt. Und jetzt kommen wir in unser Topfraum. Carpaccios mit Topfraum. Yummy, yummy, yummy. Das ist so, dass man meine Maschke.
Ihnen wird es eines ganz klassisch zubereiten. Bei 180 Grad 2 Minuten in den Pfanne. Später geht es dann noch einmal für 10 Minuten bei 100. Allahu Akbar, Allah. Nachts um 2 und ich fange jetzt langsam mit meinem Sorrow an. Ich habe mir jetzt einfach Wassermelone geschnitten und noch ein bisschen Schafskäse. Eigentlich mag ich gar keinen Schafskäse. Also ich hatte eine Phase, wo ich Schafskäse sehr viel gegessen habe und danach wieder aufgehört habe. Und keine Ahnung, aber jetzt hat ja wieder die Wassermelonensaison angefangen. Jetzt habe ich das Gefühl, ich kann das ohne Schafskäse nicht essen. Voll komisch. Immer im Sommer habe ich wirklich dann immer Bock auf Schafskäse und Wassermelone. Vor allem, wenn man fastet, schmeckt die Kombi echt geil. Also müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr es bis jetzt nicht getan habt. Ja, auf jeden Fall hatte ich heute mal keinen Bock auf Müsli. Ihr Lieben, Dankeschön auf jeden Fall fürs Zusehen vom ersten Rama Daily. Ich hoffe, er hat euch sehr gefallen. Mir macht auf jeden Fall diese Rama Daily-Reihe sehr, sehr Spaß immer. Und ich hoffe, euch genauso beim Zusehen. Wenn ihr uns supporten möchtet, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr unten einen Kommentar hinterlässt, diesen Kanal kostenlos abonniert und Abonnent werdet, um auch kein Video mehr zu verpassen. Und auf jeden Fall auch diesem Video jetzt einen Daumen hoch gibt. Der nächste Rama Daily kommt dann hoffentlich auch schon morgen. Und ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche euch und eurer Familie noch einen weiteren gesegneten Fastenmonat und dass Gott von uns allen, inshallah, das Fasten annimmt. Ja, was gibt's da noch zu sagen? Wir müssen jetzt auf jeden Fall das nächste Iftar vorbereiten. Und vergesst auf jeden Fall auch nicht, unsere Social-Media-Kanäle abzuchecken. Dilara Kainaja und Oz Aksi. Und ich freue mich bis zum nächsten Video.